Wer ist noch Schwein? Hand hoch. Wer ist noch Schwein? Okay. Alter, alle. Alle. Ich sag's Ihnen aber direkt, Schweine essen, das macht nur halb so viel Spaß. Richtig Spaß macht Schweine zu jagen. Und das vor allen Dingen in den USA. Warten Sie es ab. In den USA, die haben da eine neue, ich sag mal so typisch amerikanische, wunderbare Art und Weise, wie man Wild vollkommen artgerecht und fair jagen kann. Auf Wildschweine schießen aus dem Helikopter mit vollautomatischen Gewehren. 2 Stunden für 3.600 US-Dollar pro Person. Na, wer bekommt denn da nicht Lust auf ein Stück Schwein? Ne? Das musst du nicht mehr ausnehmen, das ist sofort Gulasch. Ne? Hinterher ging es übrigens noch zur Hasenjagd mit Panzerfäusten. Und nicht vergessen, Pilze sammeln mit Panzern. Oh, so schön. Ja. Was ich an den Amis so liebe, ja, die schießen immer nur ganz leicht übers Ziel hinaus. Ganz leicht. Nee, da lobe ich mir doch lieber die Bodenständigkeit von uns Deutschen. Ja, die kann man sehr, sehr gerne und sehr, sehr gut bei Bares für Rares immer wieder entdecken. Und da habe ich auch hier diese, wie ich finde, sehr reale Dame entdeckt. Wollen wir mal gucken, was ich da so in der Tasche habe. Oh wei. Ganz nett. 3000 Mille. Was? Das sind 3 Millionen Euro. Was hat die bei Bares für Rares verkauft? Heroin? Sie hat 3 Millionen Euro in der Hand, aber es sind nur 10 Scheine, die sie da irgendwie... Gab es irgendeine Währungsreform, die ich verpasst habe? Was ist passiert? Vor allem, was macht die mit der ganzen Kohle? Die geht am Wochenende schön in die Apotheke, kauft sich eine Kiste Klosterfrau Melissengeist und, das pumpt die ganz alleine weg, ey. Ja. Wie Sie feststellen können, ich lasse mich ja gerne von guter Laune mitreißen. Und ich mag auch Menschen, die einen inspirieren. Da gibt es aber so einen ganz schmalen Grad, ab wann zu viel Motivation in unwahrscheinlich nerviges Verhalten umschlägt. Und der Leiter des Theaters im Bauturm, Laurenz Leki, schade, er ist ganz knapp gescheitert. Wir haben eine unglaubliche Freiheit hier. Wir können wirklich gestalten, den Spielplan, aber auch unendlich viele Beziehungen zu all diesen vielen Menschen, denen wir am Tag begegnen. Und von daher fühle ich mich wirklich frei. Und ich kann manchmal nicht schlafen, weil ich so einen Bock auf den nächsten Tag habe. Ja! Oder? Das fühlen Sie doch auch alle. Genauso, aber wirklich exakt genauso habe ich mich noch nie in meinem Leben gefühlt. Laurenz Leki. Gleich schräger Vogel, ne? Und dann heißt es wieder irgendwann bei Aktenzeichen XY, hat denn keiner gemerkt, dass der Laurenz Leki, dass er so ein bisschen komisch war? Und dann alle auf einmal, nö. Der war total normal, auch seine Einstellung zur Arbeit vollkommen normal. So, dann habe ich mal wieder NDR Bingo geschaut. NDR Bingo, kennen Sie alle, ne? Sowas wie der Tatort unter den Quiz-Sendungen. Doch, finde ich schon null spannend, immer dasselbe. Und eigentlich schaltet man nur noch ein, um den dicken Bär zu sehen. Und ja, da war unser Bärchen, der Bingo-Bär, der war ein bisschen zweideutig unterwegs, finde ich. Mir ist übrigens aufgefallen, Ilka, dass deine Haarfarbe zu den Blättern des Herbstwaldes passt. Ja, ne? Du, das ist kein Zufall. Weißt du, wie die Tönung heißt? Nee? Herbstlaub. Herbstlaub, ja. Mehr? Ohne Witz steht drauf. Ja. Und wenn man mal so guckt, ja, kommt hin, ne? Meine Friseurin sagte, meine Haarfarbe heißt Friedhofsblond, weil es gerade... Aber ich sage, das alte Sprichwort sagt ja, wenn die Gipfel schon schneebedeckt sind, kann es drunten im Tale durchaus noch grünen. Ah! 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 Gebt mir Salzsäure, ich muss die Augen ausspülen. Die Bilder kriege ich nie wieder aus dem Kopf. Ah! Vor allem, woher weiß der Bingo-Bär, wie es bei Ihnen im Tal aussieht? Der hat auch sein Tal seit Jahren nicht mehr gesehen. Das grünt er nicht, das ist komplett, das ist platt. Das ist eine Wohnbausiedlung mittlerweile. Mit so einem Discounter, U-Bahn. Da scheint nie die Sonne. Oh. Ah.